wird es langsam richtig kalt in Japan. Und ich glaube, ich muss mir jetzt doch mal meine dickere Winterjacke aus dem Vakuumbehältnis holen. Strahlen tut die Stadt wenigstens schon. Okay, tut sie immer. Dass man so einen Eindruck bekommt. Shinjuku am Abend. Tut mir leid, wenn das jetzt sehr wackelt. Das ist neu. Oh mein Gott, das ist nach Feuerwerk. Letzten Tagen in Tokio und ich habe natürlich wieder total Pech mit dem Wetter. Ich wollte eigentlich heute zur Wesentlichkeit einen Kurs machen. Konnichiwa, Minasan! Heute war mein letzter Schultag in Tokio und wir haben was richtig Cooles mit meiner Klasse gemacht. Wir sind nochmal nach Akihabara gefahren und sind in ein Maid-Café, in das At-Home-Maid-Café gefahren und es war einfach total cool. Wir hatten so viel Spaß und dann noch Pediküre gemacht und es war echt traurig, denen jetzt Tschüss zu sagen. Also ich bin immer sehr emotional, wenn ich jemandem Tschüss sagen soll, weil ich bin einfach echt schlecht im Auf Wiedersehen sagen, weil man weiß nie, wann man sie das nächste Mal sieht, ob man sie nochmal sieht. Ja, auch bei den Senseis, manche, die man dann echt ins Herz geschlossen hat, war ich dann wirklich den Tränen nah und sie dann so, oh, Isabel, weinst du? Ich weine nicht! Ja, und jetzt muss ich noch packen. Morgen werde ich wahrscheinlich 4 Stunden, bevor mein Zug geht, überhaupt losfahren. Und eigentlich wollte ich mir jetzt noch was zu essen holen, aber ich habe irgendwie nur noch 400 Yen. Gucken, was ich dafür kriege. Was ist das denn? Ih, da hat einer auf den Boden gekotzt. Okay. Ja, bin ein bisschen traurig, weil ich habe mich inzwischen ja auch in Tokio eingelebt, weil ich habe jetzt hier 10 Wochen gewohnt, ja. Ja, aber Fukuoka ist natürlich toll und ich freue mich schon da drauf und irgendwie, man hat dann irgendwie alles, was man in Tokio sehen wollte, hat man dann großteils auch gemacht, ja. Jetzt meine Sachen langsam ein, nehme meine Bilder ab, die ich dann in Fukuoka wieder aufhänge und ich höre total randomly Bibi und Tina Hörspiele bei Baum, ja. Oh ja, das kann ich jetzt einfach einpacken. Na, na, na. Oh Gott! Nach jetzt stundenlang umpacken und nicht mal einer Stunde Schlaf ist endlich mein Kram gepackt. Halleluja! Aber ich muss sehr viel sozusagen hier lassen. Ich lasse vielen hier im Haus was, also viel von Lebensmitteln über irgendwelche Cremes, also Waschcreme, ach, was sagt man, Seife. Also der Schlafmangel lässt sich irgendwie schon, macht sich schon bemerkbar. Ich kann nicht mal mehr Sätze